So, und die Koi der Klasse 36 bis 40 cm möchten wir Ihnen in diesem kurzen Video vorstellen und wir wiederholen das in jedem Video. Es ist jetzt nicht der Koi, den Sie tatsächlich bekommen und Sie können sich auch aus der Wanne keinen aussuchen, sondern Sie haben die Möglichkeit, jetzt einen weiblichen Jumbo Tosai fürs Frühjahr zu kaufen, den wir für Sie dann großziehen, den Sie bitte auch über Vorkasse kaufen, dass Sie ihn jetzt nicht schon bezahlen müssen. Wir werden Sie dann ein, zwei Wochen vor der Abholung ab Ende April, Anfang Mai nochmal erinnern. Dann bezahlen Sie ihn, dann lassen Sie ihn entweder von Tim, von mir oder von sich selbst selektieren, wenn Sie abholen selbst. Ansonsten würden wir für Sie aussuchen. Und ja, wir ziehen die Koi dann bis die Größenklasse 36 bis 40 cm groß. Gehen Sie davon aus, dass er eher 38 bis 40 ist als 36. Wir haben nur eine gewisse Range. Und auch an alle, die Interesse an den Koi haben, wir haben die nicht in unbegrenzten Stückzahlen. Wir haben eine Anlage, die hat eine gewisse Größe, die brauchen wir im Frühjahr dann auch für die Importe der ganzen Auktionskoi. Und darum werden die Stückzahlen begrenzt sein für alle drei Größenklassen, die wir an weiblichen Jumbo Tosai anbieten. Wer jetzt noch unschlüssig ist, ob er einen will oder nicht, wir werden im Frühjahr dann auch sicherlich noch neben dieser Aktion welche anbieten. Wir kriegen aus Japan welche. Und mal kurz die Kamera. Wir holen aus Japan noch Jumbo Tosai rein. Also von daher wird es im Frühjahr auch noch was geben. Aber so können Sie ganz sicher sein, dass einer für Sie bereitstehen wird. Und ich finde, man sieht ganz toll den Unterschied zwischen der Klasse 31 bis 35 cm und zu der Klasse größer 41 cm, die wir jetzt anbieten. Die hier haben jetzt 24, 25, eher 25 cm und sind schon Karashi-Goi von der Qualität, wo es richtig Spaß macht, wo auch Makoto, wenn er heute die Becken selektieren würde und sagen, er setzt seine Kapazitäten auf eine bestimmte Qualität oder ab einer bestimmten Qualität, dann würden die ganz sicher darunter schwimmen. Und im letzten Jahr, und ich habe es ja schon in den Blogs ein paar Mal erwähnt, gab es nicht wirklich viele von denen, aber das ist jetzt irgendwie schlagartig explodiert. Wie gesagt, es sind alles Wagoi. Wir werden ein Bild beispielhaft einsetzen, aber auch bei dem Bild geht es nicht um den Koi, den Sie kaufen, sondern um eben diese Qualität. Und noch wissen wir nicht, welche dann nachher tatsächlich im Verkauf landen. Wir warten jetzt erstmal ab, welche in der Aufzucht landen. Wir warten jetzt erstmal ab, wie viel Vorreservierung haben wir. Und dann werden wir das entscheiden. Aber die, die wir großziehen, können sich sicher sein, die sind auch gut. Und wir werden auch mehr großziehen, als wir tatsächlich brauchen, um Ihnen dann nachher wirklich von oben die besten zu geben. Dankeschön.